Hallo, ich bin der Josef. Du fragst dich, warum ich auf dem Bild so nachdenklich aussehe? Das kann ich dir erzählen. Als ich neulich von der Arbeit nach Hause kam, sagte Maria mir, dass sie ein Baby erwartet. Ich war völlig verblüfft. Wie kann das sein? Wir sind doch noch nicht einmal verheiratet, fragte ich Maria. Sie erklärte mir, dass sie Besuch von einem Engel hatte, der ihr gesagt hat, dass in ihrem Bauch der Sohn Gottes heranwächst. Wie bitte? Engel? Sohn Gottes? Ich wusste nicht so recht, was ich davon halten sollte. Ich liebe Maria sehr, aber das Kind in ihrem Bauch ist nicht von mir. Darüber musste ich erstmal in Ruhe nachdenken. In den nächsten Nächten schlief ich sehr schlecht. Ich machte mir viele Gedanken. Als ich mal wieder wach lag und grübelte, wurde es in meinem Zimmer plötzlich ganz hell. Doch es war kein grelles, unangenehmes Licht. Ein warmer Schein erfüllte den Raum. Es war wunderschön. Und als ich blinzelte und an die hellste Stelle des Lichts blickte, erkannte ich eine leuchtende, freundliche Gestalt. Ein Engel stand in meinem Zimmer. Noch bevor ich es fassen konnte, begann der Engel mit mir zu sprechen. »Josef«, sagte er, »hab keine Angst. Maria hat die Wahrheit gesagt. Das Kind, das sie erwartet, ist ein ganz besonderes Kind. Es ist Gottes Sohn. Du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird dein Volk von den Sünden erlösen.« Da wurde mir ganz warm ums Herz und ich wusste, dass ich bei Maria bleiben würde, um mich um sie zu kümmern und das Kind zu beschützen. Was ich noch nicht wusste, war, welches Abenteuer uns erwartete. Denn ein paar Monate später, kurz vor der Geburt, bekamen wir einen Brief vom Kaiser. Darin stand, dass jeder in die Stadt gehen sollte, in der er geboren war. Dort sollte man gezählt werden, weil der Kaiser wissen wollte, wie viele Untertanen er hatte. Meine Geburtsstadt Bethlehem lag aber viele Kilometer weit entfernt. Also bereiteten wir uns auf die Reise vor.